Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, moin moin. Guten Morgen an die Leute, die schon im Chat sind und die Leute, die auf YouTube zuschauen. Wir spielen heute Precon Commander. Hier bei Trader, im Trader Supercard Store. Und wenn ihr auch mal vorbeikommen wollt, kauft euch Tickets online. Es gibt Events für Magic, für Yu-Gi-Oh!, für One Piece, für Star Wars, für Lokana. Deswegen kauft euch Tickets, kommt vorbei, sind immer lustige Runden. Wir haben jetzt gerade schon unsere Mulligans resolved und entschieden, wer beginnen darf. Deswegen stellen wir uns in Zugreihenfolge mal vor und sagen uns unser Commander Sukkot. Bitte. Jawohl, ich bin der Tobias und ich werde heute für euch den Yuma spielen. Der Yuma, stolzer Beschützer, kostet weiß, grün, rot und 5. Kostet für jeden jede Länderkarte in meinem Friedhof 1 weniger. Wenn er ins Spiel kommt, kann ich eine Länderkarte opfern. Falls ich das mache, ziehe ich eine Karte. Und wenn eine Wüstenkarte von irgendwo auf meinen Friedhof gelegt wird, erzeuge ich einen 4-2 grünen Pflanzenkrieger-Kreaturen-Spielstein mit Reichweite. Jo, ich bin Nils. Ich spiele heute Giada, Font of Hope. Die ist fliegend, hat Wachsamkeit. Und jeder Engel, der ins Spiel kommt, kriegt eine 1+1 Marke für jeden anderen Engel, der bereits im Spiel ist. Und ich kann sie tappen und ein weißes Mana ausgeben, aber das nur ein weißes Mana erzeugen, aber das nur, um einen Engelzauber zu wirken. Ich bin der Björn. Ich spiele heute Stella Lee, Ass im Ärmel, legendäre Kreatur. Immer wenn du einen zweiten Zauberspruch innerhalb desselben Zuges wirkst, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie bis zum Ende deines nächsten Zuges spielen. Und für Tappen, kopiere einen Spontanzauber einer Hexerei deiner Wahl, den bzw. die du kontrollierst. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du in diesem Zug drei oder mehr Zaubersprüche gewirkt hast. Ich bin der Marc. Ich spiele heute Blantlatza, Gesegneter der Sonne. Das ist eine legendäre Kreatur, Dinosaurier, 4-4, kostet 2 generische, ein rotes, ein grünes und ein weißes. Und immer wenn Blantlatza, Gesegnete der Sonne oder ein anderer Dinosaurier unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du Entdecken X anwenden, wobei X gleich die Widerstandskraft der Kreatur ist. Tu dies nur einmal pro Zug und ja, was Entdecken dann ist, sehen wir ja gleich. Gut, dann auch ein gutes Spiel. Ja, gutes Spiel. Und go. Und go. Dann nehmen wir mal eine Karte. Und ich spiele eine Wüste getappt. Wenn die reinkommt, kriegt ein Gegner meiner Wahl einen Damage, kann grün und weiß erzeugen und Marc kriegt den Damage. Also schwarz bitte einmal. Einfach aus Prinzip. Nicht gewürfelt oder so. Einfach aus Prinzip. Ich glaube, jetzt weiß ich schon mal, an wen ich stelle. Dann gibt es aber dann nicht. Du auf Return. Das ist kein Problem. Ich spiele einfach nur diese Ebene und das gebe schon ab. Schon im ersten zu. Er wollte ganz sicher gehen, dass er First Blood hat. So, jetzt spiel ich will schon mal nicht mehr rausgehen, ohne was anderes. Hast du schon gezogen? Nein, habe ich noch nicht. Dankeschön. Zack. So, und dann spielen wir erstmal Izzet Dampfwerk. Das Izzet Dampfwerk kommt getappt ins Spiel. Wenn das Izzet Dampfwerk ins Spiel kommt, bringe ein Land, das du kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers. Damit bringst du es wieder zurück auf deine Hand. Wieder, ja, ja. Ja, aber damit musst du das wieder auf die Hand bringen. Ach, das? Macht ja keinen Sinn. Ja, okay, ja. Das ist ja kein anderes. Das macht keinen Sinn. Dann spielen wir einfach ein Gebirge. Ja. Ne, Leute, seht es nicht so eng, es ist hier Casual Level. Okay, dann und wir spielen Precons, keine High Constructed Decks. Da passiert auch mal sowas. Dann spiele ich die Zunderwaldlichtung, kommt getappt ins Spiel, es sei denn, ich kontrolliere zwei oder mehr Standardländer. Und dann gebe ich ab. Peppen, ziehen. Ich spiele einen Wald und für Grün und 1 spiele ich dann den Satyr-Pfadfinder. Wenn er ins Spiel kommt, decke ich die obersten 4 Karten meiner Bibliothek auf, kann davon eine Länderkarte auf meine Hand nehmen und den Rest in meinen Friedhof legen. Ich nehme das Gebirge auf die Hand und lege den Rest in meinen Friedhof. Ah ja. Okay. Und dann gibst du ab, gehe ich von aus? Dann gebe ich ab, ja. Dwarf Return. Dann spiele ich eine zweite Ebene und dann spiele ich meinen Commander. Und gebe ab. Ich glaube, ihr habt noch alle im Kopf, was ich kann, oder? Ja. Sehr gut. Die kennen wir, glaube ich, ganz gut. Die kennen wir ganz gut. So, dann spielen wir erstmal eine Insel. Und die kann ja gar nicht so broken sein, ist ja nur ein Freecon. Ja, ja. Na, sie ist in seinem
Commander-Deck, was er zusammengebastelt hat. Ich weiß nicht, warum. Aber wie gesagt, ich kenne das Precon nicht, ne? Für ein blaues spielen wir Option. Erstmal Hellsicht 1 und dann ziehe eine Karte. So. Schauen wir mal. Ich lege die unter meine Bibliothek. Zack. Und dann ziehe ich eine Karte. Und dann gebe ich ab. So. Ja, okay. Dann bringe ich das befestigte Dorf ins Spiel. Sobald das befestigte Dorf ins Spiel kommt, kannst du eine Wald- oder Ebene-Karte offen vorzeigen. Falls du dies tust, kommt das nicht getippt ins Spiel. Ich würde euch zwar gerne was zeigen, kann es aber nicht. Und dann tippe ich ein Grün und spiele noch den Ixalis Sagenhüter. Für Tap erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe, gibt dieses Mana nur aus, um einen Dinosaurier-Zauberspruch zu wirken. Oder eine Fähigkeit einer Dinosaurierquelle zu aktivieren. Und dann gebe ich ab. Du musst das Beste verkaufen. Sagen, ich möchte euch nicht sagen, weil es gibt euch nichts an, was ich auf der Hand habe. Das wäre schlau. So, ich habe gezogen. Ich spiele erstmal ein Gebirge. Ja, ich bin seit langer Zeit mal wieder da. Viel privater Stress leider. Tja, ich würde jetzt gerne auswürfeln, aber jetzt haben schon zwei Gegner was, deshalb... Überleg dir das gut. Kommt für einen vorbei. Wo ist der Lightning Ball? Wo ist der Lightning Ball? Nee, ist kein Commander, brauchst nicht. Commander, dann nee, Björn mal einen Ping, bitte. Und dann würde ich für Weiß, Grün und Rot noch Hatzezon der Sandformer spielen. Der hat Wüstentarnung und ich kann Wüsten aus meinem Friedhof spielen. Und immer wenn eine Wüste unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, erzeuge ich 2-1-1 rote, grüne und weiße Sandkrieger-Kreaturen-Spielsteine. Ja, Tobi geht auf jeden Fall nach vorne. Ja. Ich hoffe, dass wir solche Tokens haben. Dann wissen wir, wenn wir ausbremsen müssen schon mal. Dann gib's ab. Dann gebe ich ab wieder, ja. Sind die in dem Precon nicht dabei gewesen? Sollten sie eigentlich. Doch, da. Also man kennt es von WotC mittlerweile, dass häufig nicht die Sachen drin sind, die man erwartet. Zumindest nicht ausreichend. Ich spiele erstmal Planes for Turn. Und dann würde ich doch hier mal die Starnheim Aspirantin spielen. Engelzauber, die ich wirke, kosten 2 weniger. Ah ja, okay. Was für eine Überraschung. Also relativ casual alles noch. Sag mal, die Engel sind ja nett und friedliche Wesen, deswegen gebe ich ab und brauche keine Kampfphase. Dankeschön. Noch. Sind sie nett und was? Friedlich und irgendwann so. Werden sie richtig garstig, wie so ein Gremlin. Du darfst sie halt nicht nach Mitternacht füttern. So, dann erstmal spielen wir ein Gebirge. Und dann würde ich sagen, holen wir mal direkt für... Oder wenn sie nass werden. Dann vermehren sie Mana, unsere Commanderin rein. Zack. 2-4. Ja, und dann? Ich kann ja sowieso noch nichts machen mit ihr. Dann gebe ich ab. Dann gibst du ab. Mhm. Okay. Tippen wir mal, ziehen wir mal. Dann spiele ich auch ein Gebirge. Und dann einfach für grün, weiß. Ne, Quatsch. Habe ich noch zu wenig. Der kostet ja ein zu viel. Aber dafür können wir dann den da holen. Für grün, grün und 1. Den Verwüsten des Brontodon. 3-4 und für 1 Opfer das Verwüsten Brontodon. Zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Und dann gebe ich ab. Gut. Mhm. Dann bringe ich mal eine weiße Wüste getappt ins Spiel. Kann weiß erzeugen oder ich hätte sie umwandeln können. Aber ich habe eine Wüste ins Spiel gebracht. Das heißt, ich kriege 2 solcher schöner Token hier. Zack. Und dann möchte ich ganz gerne noch für grün und 2 das Kribbeln spielen. Das was? Kribbeln. Verzauberung.
Zu Beginn meines Versorgungssegments kann ich zwei Karten mählen. Immer wenn zum ersten Mal in meinem Zug eine oder mehrere Länderkarten von irgendwo auf meinen Friedhof gelegt werden, erzeuge ich einen 1-1 grünen Insektenkreaturspielstein. Hm. Und dann würde ich abgeben. Naja, du hast im Zweifel da einen Prontodon liegen, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Guck mal, wie böse das wird. ich spiele ein weiteres Plains. Und dann erzeuge ich hier mit einem weißes Mana und hier mit einem weißes Mana. Und spiele Angelic Field Marshal. Die ist fliegend. Und solange ich meinen Commander kontrolliere, bekommt sie zusätzlich +2/+2 und fliegend. Außerdem habe ich einen Engel kontrolliert. Das heißt, ich komme mit einer 1/+1 Marke ins Spiel. Ich wollte bitte mal würfeln. Gib mir unbedingt die blauen Räume. Ja, ich glaube, das ist ich sinnvoll. Ich glaube, das werden wir brauchen. Das heißt ja noch zusätzlich 1/+1 Marke. Und dann würde ich hier mit zwei weißen Mana erzeugen und würde eine Gisela the Broken Blade spielen. Ach, ja. Die grüne neue. Sag mir nicht, da sind beide drin. Ja, natürlich. Die ist fliegend, Erstschlag und Lifelink. Und zu Beginn meines Endsteps und falls ich eine Karte, falls ich Gisela the Broken Blade und eine Kreatur namens Bruna the Fading Light beherrsche, dann werden die beiden exiled und werden verschmolzen. Gemeldet. Das war der englische Begriff, der mir eigentlich nicht eingefallen ist. So, ich kontrolliere zwei andere Engel, das heißt, kommt mit zwei 1/+1 Marken ins Spiel. Das ist also jetzt ein 6-5er Fliegen First Strike Lifelink. Harmlos. Total harmlos. Und dann würde ich abgeben. Wir sind ja noch Summerlensig. Okay, dann spielen wir erstmal Turm des Reliquienschreins. Kann ein farbloses Mana für Tappen erzeugen. Und du hast keine maximale Handkartenzahl mehr. So, als nächstes. Wer ist hier der Fisch? Alter Lachs. Ich weiß nicht, wer gemeint ist, leider. Wer fühlt sich als Fisch hier im Tisch? Nee. Sternzeichen jetzt, oder was? Vielleicht. Vielleicht hat da jemand mehr Infos. Kennst du alle Geburtsdaten der Spieler bei Trader auswendig? Sämtlicher Spieler. So. Dann spielen wir für ein farbloses und ein rotes Mana blutdürstige Widersacherin. Hat Eile, wenn du die blutdürstige Widersacher ins Spiel kommt, kannst du beliebig oft zwei farblose und rot bezahlen. Wenn du diese Kosten ein- oder mehrmals bezahlst, lege entsprechend viele 1/+1 Marken auf die blutdürstige Widersacherin. Schicke dann bis zu entsprechend viele Spontanzauber und oder Hexereienkarten deiner Wahl mit Mana-Betrag 3 oder weniger aus deinem Friedhof ins Exil und kopiere sie. Du kannst eine beliebige Anzahl der Kopien wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. So. Na, dann würde ich abgeben. Ja, okay. Ja. Okay. Dippen, ziehen. Ich erstmal ein Gebirge ins Spiel bringen. Und dann für grün und 3. Migrationsfahrt spielen, durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 2 Standardlandkarten, bringe sie getappt und spiele und mische danach. Und danach würde ich abgeben. Dann suche ich schon mal. So, ich gehe meinen Zug, das heißt, ich mille erstmal 2 Karten. 2 Nichtländer, ne? 2 Nichtländer. Das ist ja schade. Kein Token, leider. So, ich würde 2 Ebenen. Dann ziehe ich meine Karte. Aber du kannst deinen Friedhof spielen wahrscheinlich. Ne? Ich kann meinen Friedhof spielen, rein theoretisch. Komm, weil so eine chromatische Lassiane, jetzt einen Friedhof zu haben, ist halt ja, nicht gut, so gut, die kann ich nicht. Ich kann nur Wüsten im Moment. Achso, okay. Aber erstmal, finde ich, sollte ich noch eine Wüste spielen, die getappt reinkommt und grün erzeugen kann. Das heißt, ich kriege hier wieder 2 Token. Ja, musst du dir nur irgendwie am besten anders markieren, weil das 2 die Summoning Six sind und 2 ja, die nicht. Ja, ich greife aber diese Runde eh nicht mit an. Okay. Von daher geht es.
Und dann für Grün und 3. Kartierung des Grenzlandes. Ich durchsuche meine Bibliothek nach bis zu 2 Standardland- und oder Wüstekarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Möchte jemand von euch abheben? Nö, passt. Nö. Ich durchsuche jetzt nach 2 Wüsten, erzeuge mir entsprechend viele Token und danach also gebe ich auch ab. Also 4 Token. 4 extra Token nochmal, ja. Hast du nochmal einen von den Würfeln, die ich dir schon alle rübergegeben habe? Was? Ich glaube, der ist besser. So geht's auch. Ich habe die Vermutung, dass da noch einiges passieren wird. Okay, Door for Turn. Dann würde ich eine Bondas Enclave spielen. Die macht ein farbloses Mana. Oder ich kann 3 bezahlen, sie tappen und eine Karte ziehen. Das darf ich aber nur machen, wenn ich eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrolliere. Kommt hin. Das will ich dann auch gleich direkt mal tun. Also ich tappe sie, zahle 3 Mana und ziehe eine zusätzliche Karte. Und dann würde ich mal sagen, ich verteile die Liebe. Die Liebe von den Engeln. Ja, yeah, spread the love, ne? Das geht einmal Richtung Wüste, das geht einmal Richtung Dinosaurier und mein Commander geht einmal Richtung Spellslinger. Ja, brauche ich ja gar nichts drüber nachdenken. Ich kann sowieso nicht blocken. Ich kann auch nicht blocken. Alles fliegt. Ja. Alles fliegt. Genau. Okay. Ich hol 6. Und ich krieg Commander 2. Genau. Ja, jetzt kannst du auch schreiben. Du kriegst 6 Damage, ich kriege 6 Leben. Du bekommst 2 Damage und du kriegst insgesamt 6 Damage. Ja. Ja, dann wäre ich auch fertig. Schade. Was? Wieso schade? So, wir spielen erstmal wieder ein Gebirge. Und schauen wir mal, was wir jetzt Schönes für euch haben. Okay, dann erstmal für ein rotes und ein blaues kommt ausdrucksvolle Iteration. Schau dir die obersten 3 Karten deiner Bibliothek an, nimm eine davon auf deine Hand, lege eine davon unter die Bibliothek und schicke eine davon ins Exil. Du kannst die ins Exil geschickte Karte in diesem Zug spielen. So, 1, 2. So gut die Karte, 3. Dass sie in Pionier gebannt ist. Okay, dann die geht unter meine Bibliothek, die geht ins Exil, kam hier, ne? Ins Exil. Und die nehme ich auf die Hand. Zack. Hast du schon Land for Turn gehabt mit diesem Zug? Ja gut, lass mich dran erinnern. Nein, hatte ich nicht. Dankeschön. Und die kannst du ja spielen. So. Und die kann ich ja jetzt hier raus direkt spielen. Yep. Zack. Machen wir das Gebirge auch noch rein. So. Also wann pumpt er jetzt alle Token hoch? Manche werden auch noch gepumpt. Weg. Was bringen die sonst die ganzen 1-1? Die bringen dir nichts. Die musst du irgendwie pumpen oder so. Naja, wenn du irgendwann mit einer Armee von 1-1ern angreifst und du nicht blocken, so viele blocken kannst. Oh. Das war's erstmal. Das war's? Ja. Okay. Dann enttappe ich. Ziehen wir mal. Was haben wir denn hier? Ich bin mal gespannt, ob ich die überhaupt 2, 3, 4, 5, ich habe das Deck 6. auch erst ein einziges Mal gespielt. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Also letztes Mal, als er das gespielt hat, ging das schon echt gut ab. Ja, aber da habe ich keinen Token. Ich bringe den Dschungelschrein ins Spiel. Der tappt für Rot, Grün und Weiß. Dann was
2, 3, 4, 5, 6. Dann mache ich einfach jetzt für grün, weiß, rot und 2. Bringe ich meinen Commander ins Spiel. jetzt kann ich Entdecken 4 anwenden nach seiner Widerstandskraft. Das heißt, ich schicke Karten um von meiner Bibliothek ins Exil, bis eine Lichtlandkarte mit gleichem oder niedrigerem Mana-Betrag ins Exil geschickt wird. Wirke sie, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen, oder nimm sie auf deine Hand, lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deiner Bibliothek. Das ist ein Land. Immer wenn der tobende Regisaurus angreift, fügt er einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu. So, dann kommt der wohl rein. Hier ist es halt wichtig, dass auf der Karte draufsteht, nur einmal pro Zug, damit du jetzt nicht weiter immer wieder... Ja, das ist ja... Das, ja. So, mein Deck genau. Auf den Und Tisch. Der Rest in zufälliger Reihenfolge war nur eine Karte, dann kommt die da drunter. Und... Jetzt denk gut nach. Ah, der Nils fliegt sowieso drüber. Der verteilt schon so viel Liebe und hat auch noch so viel Leben dazu. Tobi schmeißt sowieso nur ein 1-1er davor. Nee, ich gebe ab. Du gibst ab. Dann tappen wir den ganzen Kladderadatsch hier mal die wieder. Die Bedrohung am Himmel. Millen wieder 2 Karten. Ja, aber die Dinos sind zwar groß, aber weiterhin keine einfach Länderkarten. Höher. Du hast noch keinen Flugsaurier. Du hast doch nicht den ätzendsten Flugsaurier überhaupt. Ich brauche ein blaues der Mana. Wo getappt reinkommt. Ja, ich hasse ihn so sehr. Ich brauche ein blaues Mana, dann kann ich das alles ein bisschen vielleicht entspannen wieder. Was? Ja. Halt, stopp. Hoffen wir mal auf die nächste. Ich tapp mich mal komplett aus, um für 7 meinen Commander zu spielen. Der ist 1 billiger, weil ich eine Länderkarte im Friedhof habe. So. Okay, das beste Removal ist Spieler-Removal. Ne? Wenn da schon so offen gedroht wird. Immer wenn der Yuma ins Spiel kommt, kann ich, oder angreift, kann ich ein Land opfern. Falls ich das tue, ziehe ich eine Karte. Das würde ich ganz gerne tun. Und zwar opfere ich hier meine Ping-Wüste, um eine Karte zu ziehen. Immer wenn eine Wüste von irgendwoher auf meinen Friedhof gelegt wird, erzeuge ich einen 4-2 grünen Pflanzenkrieger-Kreatur und Spielstein mit Reichweite. Ach, die haben Reichweite, ja? Die haben Reichweite. So, da ist der schon mal. Dann würde ich ganz gerne die Fähigkeit nutzen und eine Wüste-Länderkarte aus meinem Friedhof spielen. Kommt die wieder getappt rein. Von Nils, wem ist das? Das ist von dem. Ach so. Nils, du hast so viel Leben, diesmal bist du dran. Oh Wunder, es ist eine Wüste unter meiner Kontrolle ins Spiel gekommen. Ich krieg wieder 2 von diesen wunderschönen Spielsteinen hier. Und dann gebe ich ab. Schon eine halbe Armee da auf dem Feld. Ach, ich habe noch einen Trigger hier vergessen fast. Ich krieg noch den Insekt, weil eine Länderkarte von irgendwo in meinen Friedhof gegangen ist vorhin, als ich die geopfert habe. Mhm. Token, Token, Token. Token, Token, Token. Ich tapp das mal, zahle und ziehe eine Karte. Ich habe irgendwie Angst vor diesem zweiten Engel. Ach, der ist auch unzerstörbar, ne? Wenn die fusioniert sind, oder? Ich weiß gerade aus dem Kopf gerade, dass ich die nicht mehr. Ich kann gleich nachgucken, wenn ich durch bin. Das siehst du gleich, wenn das gespielt hat. Ja, wollte ich auch sagen. Dauert wahrscheinlich nicht mehr lange. Nein. Bis jetzt habe ich sie noch nie gegen mich liegen gehabt, aber ich glaube, sie ist ätzend. Ich erzeuge hier mit meinem 3 Mana und spiele dann den Angel of Centony. Der ist fliegend und immer wenn er ins Spiel kommt, darf ich bis zu 3 Kreaturen meiner Wahl exilen, die dann erst wieder ins Spiel kommen, wenn er das Spiel verlässt. Ich würde mal dein Commander exilen, ich würde dein Commander exilen, ich würde dein Commander exilen. Wie, ihr wählt euch alle die Command Zone? Das verstehe ich gar nicht. Der Command Zone bitte, wenn du willst, du kannst ja aussuchen. Ja, ja. Genau. Ja. Ah, jetzt wo du es sagst, eigentlich wollte ich den gar nicht da reinpacken.
Ja, es würde tatsächlich Sinn ergeben, zu sagen, ich schicke ihn runter, aber du musst ja die Kreatur removen. Ich schicke ihn runter. Er hat also einen Removal-Spell. Dann habe ich 1, 2, 3 Engel, das heißt, ich kriege nochmal 3 1 plus 1 Marken. Ich würde den auch runterschicken. Ich bleib dabei. Dann bleibe ich bei meinem Split. Da wird das wahrscheinlich mit Reichweite geblockt werden. Also sie geht in die Wüste und sie geht zu den Sauriern. Hab nichts Fliegendes. Wer kommt jetzt zu mir? Wieder hier. Ach, wieder. Wieder die Gisa. Da wäre meiner ganz schön tot. Das ist wohl wahr. Die hat auch noch Erstschlag. Da kommt, ich lasse noch mal durch. Hat die auch Erstschlag? Ja. Ja. Sechs drauf. Und 6 runter. 20 müsste ich jetzt stehen, ne? Jupp. Ich kann es nicht sehen, weil da deine Würfel vor sind. Wenn ihr Fragen wegen Lemo so habt, einfach auch fragen, ne? Ja, ja. Bitte. Dankeschön. 51 hat er schon. Was? Guckt ja nicht so hin. Doch, jetzt wo die Würfel nicht mehr stehen. Schlechte Neuigkeiten für dich. Ich habe die Karte gezogen. Ich brauchte. So, dann spielen wir eine Insel. Ich muss ja keinen Removal haben, er hat den ja schon angedroht. Also. Kommt jetzt Fluch des Schweine? Nee. Schade, ich krieg keine Schweine. Ich hätte gar nicht Schweine. So, also für 2 blau, ein farblos und das sind auch in dem Fall dann farblose. Spielen wir Barals Expertise. Bringe bis zu 3 Artefakte und oder Kreaturen deiner Wahl auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Du kannst einen Zauberspruch mit Mana-Betrag 4 oder weniger aus deiner Hand wirken, ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen. So, dann fangen wir an. Also die verschwindet auf jeden Fall. Kommt gleich wieder, aber die ist erstmal weg. Ja, aber erstmal ist sie weg. Das heißt, erstmal eure Commander. Genau. Ja, erstmal komplett drüber. Ja, machen wir mal erstmal. Also genau, ich lasse noch liegen, weil vielleicht will noch irgendjemand interagieren. So. Dann nehmen wir dir deine. Bist du sicher? Ja, nein, mach. Doch, mach doch, was trotzdem. Mach, wie du meinst. Okay. Ich will ja nicht. Was noch? Reden. Was für eine Verschwendung von Token. Und vor allem war das ganz schön ein Schuss in eine Richtung gerade nur. Wie ist das jetzt mit dem? Der kommt, die kommt ins Spiel zurück. Der kommt ins Spiel zurück. Löst das dann jetzt auch wieder aus? Ja. Lass es wieder entdecken. Okay, dann entdecke ich wieder 4. Nein. Ein Dino-Ei. Du entdeckst irgendwie immer dein Dino-Ei. Ey, ich bin froh, dass ich nicht immer nur Ramp entdecke. Muss ich mir jetzt fragen, was mit. So. So, ja, das Dino-Ei kommt rein. Vielen Dank. Ja, hat die Weiterentwicklung. Schauen wir mal, wie viel Spaß wir noch haben werden. Wenn das Dino-Ei stirbt, kannst du entdecken, X anwenden, wobei X gleich der Widerstandskraft ist. Du weißt, dein Zug hat auch nicht begonnen, ne? Ja, aber der ist ja reingekommen. Ich weiß. So, ein Zauberspruch. Der Instant muss noch in den Friedhof? Ja, warte, ich hab ja noch. Du kannst einen Zauberspruch mit Mana-Betrag 4 oder weniger von meiner Hand, okay. Ohne deswegen, ne? Also. Jetzt kommt, davor würdet ihr euch fürchten. Ich hab vor einer Sache gerade nur Angst. So. Woher hab ich wirklich Angst? Okay, Glück gehabt. Kommt einfach nur der Goblin, Elektromagier, Spontanzauber und Hexereien, die du wirkst, kosten beim Wirken ein weniger. Also alles gut, da kommt noch nichts. Ein Windfall wäre jetzt richtig böse gewesen. Ja, hab ich ja. Oh ja, der ist hätte ich mich gefreut, weil ich das gehabt hätte. Aber nimm die auf die Hand und jetzt muss ich wieder rein. So. Nee, Windfall ist doch auf dem Friedhof dann, oder? Ja. Stimmt. Ja, Windfall geht auf den Friedhof und das ist neu. Genau, dann schmeißt du alles weg. Aber du hast relativ viele Handkarten, das heißt, es wäre relativ viel gezogen worden. Und das wäre auch geil gewesen, weil dann wäre das Problem gelöst gewesen. Jetzt musst du sonst uns gleich retten. Warte, ich guck nochmal, ob ich jemanden von euch... Jetzt auch noch angreife. Dein Commander ist Summoning Stick, ne? Du hast quasi nur deinen Vampir zu angreifen. Ja, ja, ja.
gut, da brauche ich gar nicht drüber. Warum denn nicht? Nee, ich greife nicht an. Alles gut. Du greifst nicht an. Okay. Ja, dann gebe ich ab. Dann gibst du ab. Ja. Ist hier eine Unordnung. Enttappen wir mal. Schauen wir mal, was das hier ist. Habe ich jetzt gerade eigentlich zwei Zaubersprüche gewirkt? Ja, ne? Ich hab die ja. Und den. Das heißt, der Effekt kommt auch noch zum Tragen. Das heißt, ja, diese Karte. Nee, die kommt ins Exil und du kannst sie bis zum Ende des nächsten Zuges. Oh, schön. Guck, hättest du nicht spielen können. Was mache ich denn? Ich bringe den Schleichweg der Diebe ins Spiel. Unblockbar. Genau. Erzeugt einen Farblos und für 4 und Tap kann eine Kreatur meiner Wahl in diesem Zug nicht geblockt werden. Und dann, was mache ich für Quatsch, das hier, rot, grün, oh, der ist auch noch enttappt, rot, grün, 1, 2 und 3, würde ich Xenagos, Gott des Hindu, Ismus es spielen. Unzerstörbar 6-5, solange deine Hingabe zu Rot und Grün weniger als 7 beträgt, ist er keine Kreatur. Und zu Beginn des Kampfes in deinem Zug erhält eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges Eile und plus X, wobei X gleich die Stärke jener Kreatur ist. Jetzt muss ich mal gucken hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich. Okay, dann würde der, oder ist, kommt er als Kreatur rein und hier würde eine Marke drauf kommen, weil, wo steht's? Deren Stärke oder Widerstandskraft höher als die von dem Ei ist. Kommt hier eine Marke drauf. Dann kann das Ei jetzt auch angreifen. Und der Regisaurus. Ne, warte mal, wie ist das jetzt? Zu Beginn des Kampfzuges. Er ist egal. Wobei ich kann ihm ja auch Eile geben, ne? Oder? Ja. Fehlt der andere oder. Zu Beginn des Kampfes im Zug hat. Ah, eine andere Kreatur, ja, genau. Kann nicht. Bis zum Ende des Zuges Eile und XX, deren Stärke. Also kriegt die einfach +4/+4. Ja. Okay, dann wird der Regisaurus. Jetzt hat die meisten Lebenspunkte und dann komme ich mal mit 51 was? Immer noch. Dann würde ich Nils ein bisschen Liebe zurückgeben. Trampelt er? Nee. Da ein Block. Sorry. Ja. Alles gut. Du kannst einen Schaden angreift, schießen. Genau, schieße ich dir einen Token weg. Das kannst du natürlich tun. Noch 9 über. Genau. Und dann. Ah ne, das ist nur ein Dino, ne? Wenn ein anderer Dino reinkommt, ne? Yep. Genau, dann gebe ich ab. Dann enttappen wir das hier mal alles wieder. Millen wieder 2 Karten. Da ist auch schon ein Land dabei und noch eins. Aber immer wenn zum ersten Mal ist es ja nur, ich kriege einen weiteren Token. Einen Insektentoken. Da sind es jetzt 2. Und bis jetzt ist die Verzauberung noch nicht so. Das hat ja die Kombination dann noch mit. Commander, der ins Spiel kommt und dann wieder was in Friedhof schickt. 1, 2, 3 Länder in meinem Friedhof. Ihn das sonst gleich kaputt. Dann kostet der wieder 7. Welche willst du ihm gleich kaputt schießen? Die da. Für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kann ich meinen Commander wieder zurückholen. Selbe Spielchen wie vorhin. Soll ich es schon kaputt schießen? Da ist der Commander das wieder. Kannst dann gerne. Na, jetzt tue ich es eh nicht. Es tue ich nur beim ersten Mal. Also jetzt geht er kein zusätzliches Insekt. Ich opfer wieder die Wüste. Geht in den Friedhof. Ich glaube, du kriegst einen Token. Ich krieg einen Token. Einen dicken Token und ich ziehe eine Karte. Und kriegst du. Ah, nee. Nee. So. Das kommt gleich jetzt wieder. Dann absurd. Möchte ich gerne. Jetzt fängt das schon wieder an, dass die Züge wieder immer länger werden. Ja, ja, fängt schon wieder an. Ja, vor allem, wenn du die Precons halt nicht so oft spielst, sondern versuchst, auf alle Trigger zu achten. Land for Turn spielen, was eine Wüste ist. Das heißt, ich krieg jetzt hier wieder 2. Wieder und so viele kann ich ihm gar nicht kaputt schießen.
Wie viel Leben hast du noch? Du bräuchtest 51. Immer noch. Hat sich nichts bewegt. Keine Blocker mehr. Hat sich nicht einer bewegt. Einer von denen kann angreifen. Das heißt, ein 4-2er kommt vorbei. Und die 4 kommen auch nochmal. Dann kriegst du jetzt 8. Dann ist das wohl so. Und dann gebe ich ab. Gut, damit bist du für alle folgenden Handlungen verantwortlich. Also merkt ihr das, ne? Er hat dich angegriffen. Ich sage ja, dann denkst du, einer ist noch ungetappt. Ja, ich sage ja nur, damit ist er für alle folgenden Handlungen verantwortlich. Und jetzt kommt diese Gisela direkt transformiert. Nein, erst kommt der Commander, damit noch Marken draufkommen. Oh ja, genau. Aber so viel Mana hat er auch nicht, dass er das alles machen kann. Dings spielen. Was? Für 3. Ich die hier rausziehen. Nee. Das sind erstmal 3. Von Landspielen habe ich nee. 2. Jetzt kommt warum? Weil du immer nur ein Land für Turn spielen kannst. Aber auch für 5. Cleaning Nova, ich will mal alle Kreaturen zerstören. Och nö. Muss das sein? Ja. Warte. Er ist verantwortlich dafür. Dann kann er mitnehmen. Dann reagiere ich darauf aber noch und bezahle ein und opfer den Feuer und mach das da kaputt. Das ist vollkommen in Ordnung. Und wenn das Ei stirbt, mache ich entdecken 4 dann. Und der geht jetzt da rein. Aber die Token da wohnen einfach zu viele. Kannst du mir auch einen Einser geben? Ja, mal, warum? Allein die Frage. Genau. So schön, oder? Hier weg. Der bleibt liegen, der war ja ist ja unzerstörbar. Und jetzt kommt wieder Entdecken 4. Nein. Zu teuer. Also, wer war unzerstörbar und warum? Der ist unzerstörbar. Ach so. Aber er ist kein Kreatur mehr. Ist keine okay, Kreatur. Okay, nee, deswegen, das war nur die Frage gerade. Ich hatte nicht bekommen, ob du zeigst. Aber es war eine Doppelfrage, um das ja, dann zu kommt, draufsteht. Der Weg der Nachfahren ins Spiel. Zu Beginn deines Versorgungssegments deckst du die oberste Karte deiner Bibliothek auf. Falls es eine Kreaturenkarte ist, die einen Kreaturentyp mit einer Kreatur, die du kontrollierst, gemeinsam hat, kannst du sie wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Falls du sie nicht wirkst, lege sie unter deine Bibliothek. Du hast ja gerade gar keine Kreatur. Nö. Okay. Also ich habe einen Gott, aber ich glaube, das ist der einzige Gott in einem Dino-Deck. So, hat irgendjemand aufgepasst, habe ich mein Land for Turn gespielt? Boah, ich kann es dir nicht sagen. Ja, wie viele? Habe ich, ja. Nee, ihr habt beide gerammt, deswegen kann ich nicht mehr abzählen. Das ist mein Problem. Stimmt. Gut, also ich hätte auch noch auswählen können, alle Artefakte oder Enchantments, da war es halt nicht so viele Ziele für. Hätte ich besser gefunden. Aber dann will ich noch für 2 meinen Commander wieder spielen. Naja, ich sag mal und so. Und dann abgeben. 2 Kreaturen. Und dann auch noch abgeben. So, danke. Tobi hatte da eine halbe Armee schon wieder liegen. Ja, okay. Ja, es hat geholfen jetzt erstmal, aber ich weiß, wie schnell sich das wieder aufbaut. Also das haben wir auch beim letzten Mal gesehen, ne? Müssen wir ja nur kleiner halten. Wenn wir wissen, wo die Gefahr herlaut. Ich habe mehr Sorgen vor den ganzen Fliegern, die da gleich wieder kommen. Was? Wo? So, ich die werden einfach unendlich groß und sie fliegen. Aber sie werden nicht mehr günstiger. An der Stelle nochmal, wer ist alles schon unter 30 Leben und wer ist noch über Startlebenspunktezahl? Oh, ich bin schon auf 27. Ein weniger als ich gerade mal. Aber du hast ja wenigstens was mit Reichweite da drin. Ja, jetzt nicht mehr. Erstmal wollen wir, glaube ich, in Sekundären wieder rein. So. Blaues, ein rotes und dann brauchen wir noch 3, dann nehmen wir das, dann brauchen wir noch 2. Und dann das mache ich ja immer, ne? Das heißt, wenn ich jetzt gleich einen dicken Dino habe, dann schicke ich den ja erstmal drunter. So sieht's aus. Das ist ja doof. So. Deswegen, du hättest wählen können, das Ding auf die Hand zu nehmen. Ja, ich weiß, aber ich fand das nicht so dumm gewesen. Das Cover ist halt das bessere Cascade. Hast du das ganze Mana jetzt schon wieder getappt? Auch so für deinen Commander. Mhm. Okay. Mana. Bin ich jetzt wieder auf 3. Brauch 7. Tobi, wie teuer ist dein Commander jetzt? Das kannst du ja sehen. 2-mal habe ich ihn schon gespielt, das heißt 4 kommen drauf. Aber er kostet ja 1 weniger pro Land in meinem Friedhof. Da ist auch schon eine Menge drin. Trotzdem 12 mal eben für den Commander. Warte. 1, 2, 3,
4 billiger gerade, also ist er bei 8. Boah, trotzdem. Nicht der günstigste. Also quasi keine Command-Tags. Ja. Nicht der günstigste. Immer noch Anfangspreis. Ich würde für die 3 und ich zahle 2 Lebenspunkte, würde ich einmal Tesserets Gambit spielen. Hexerei kann entweder mit Blau oder 2 Lebenspunkten bezahlt werden. Ziehe 2 Karten und führe dann Wucherung durch. Das bestimme eine beliebige Anzahl an Permanenten oder Spielern und gebe ihnen dann von jeder Sorte Marke, die dort bereits liegt, eine weitere. So, das ist jetzt nicht relevant. Mir geht es um die 2 Karten, die ich ziehe. So. Dann kommt die weg. Und dann wäre das ja wieder mein zweiter Zauberspruch, ne? Ja, dein Commander und dann. Das heißt, dann machen wir wieder einen auf. Ach, und schön. Das an die Insel, die du nicht gespielt hast, die bleibt auch irgendwie im Exil. Ja. Hast du ein anderes Land gespielt gehabt, oder was? Ja, habe ich. Ja. Aber ist ja nicht schlimm. Hat genug Mana. So ja, Mana habe ich hier echt. Auch noch dein Commander jetzt da liegen, der gleich sich holen kann. Also von daher. Auch das geht schlechter, definitiv. Ja, das war's dann. Das war's dann. Ja. Okay, dann enttappe ich mal. So, und zu Beginn meines Versorgungssegments lege ich die oberste Karte auf. Ja, okay. Auf den Easy Peter. Das ist ein Pfad der Ahn. Packst du unten runter. Dann kommt die unten runter. Und dann ziehe ich. Das wäre cool gewesen mit der anderen Karte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guck mal, dann spiele ich jetzt den Torbogen von irgendwas. Ober. Wer kennt sie nicht? Aufstieg, wenn ich 10 oder mehr Permanente kontrolliere, erhalte ich den Segen der Stadt. Erzeugt farblos und für 5 und Tap ziehe eine Karte. Aktiviere diese Fähigkeit nur, wenn du den Segen der Stadt hast. Ich glaube, der Segen der Stadt macht aber auch nichts Großartiges. Der ist halt, du hast ihn genau jetzt mit diesem Land übrigens auch erreicht, ne? Das nee, ist dein 10. Permanent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, nee, okay, hatte es vorher schon. Ja, irgendwas habe ich übersehen beim Zählen. Ich vorher schon. Genau, hier, den Segen der Stadt, den. Ja, wir können uns einfach darauf einigen, du hast ihn, weil. Ja. Machen tut er nichts. Nee, wegnehmen kann man auch nicht. Gesegnet sei. Okay. Also wir haben ihn, alle, wir haben ihn, du hast jetzt dauerhaft, egal ob genau. Du jetzt permanent verlierst oder nicht. Also alles, wo draufsteht, wenn Segen der Stadt, dann hast du das jetzt auf genau, jeden Fall. Genau. Wie teuer ist er jetzt? 2 mehr, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, wir tippen einfach rot, weiß und grün und dann halt noch die 4. Ja, habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. Bring den Commander wieder rein. Und du hast jetzt endlich den Soulwing? Wieder entdecken 4. Nee. Ach, schade. Marodierende Raptor, Kreaturenzauber, die wirkt, kosten einen weniger. Und immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, fügt der Marodierende Raptor 2 Schadenspunkte zu. Falls ein Dinosaurier auf diese Weise Schaden zugefügt wird, erhält der Marodierende Raptor plus 2 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Und dann. Wen füge ich 2 Schadenspunkte zu? Gebe ich ab. Der Kreatur. Immer wenn eine andere Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt. Okay. Und dann willst du nicht lieber auf die Hand nehmen? Den Dino? Nein. Damit du gleich wieder einen Deckentrigger hast. Nein. Das wäre schlau. Nein, nein. Man hätte es versuchen können. Verdammt. Nein, nein. Ich spiele als erstes mal einen Land for Turn. Wie viele habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ist noch keine Kreatur. Oh, schade. Der Versuch war es wert. Ja, vielleicht eins, bist du gleich auch wieder weiter davon weg, dass es eine Kreatur ist. Wer weiß. Du hast schon einen. Okay. Der Wortwipe war da. Ich tapp mich wieder komplett aus. Du hast für 8 das dritte Mal den Commander. Ich versuch's nochmal. Ich opfer wieder eine Wüste dafür, um eine Karte zu ziehen und einen Spielstein zu erstellen. Die haben auf jeden Fall keine Probleme da drüben, die 2 Karten zu ziehen. Die haben auf jeden Fall immer Hans. Ich kropp hier auf 3 Karten rum. Naja, ich habe meine Hand nur so voll, weil mir 3 Sachen auf meine Hand gegeben wurden. Möchte so. Ich erwähnen. Ich wäre jetzt rein theoretisch fertig. Aber ich habe 8 Handkarten. Ja, dann musst du wohl was. Ich diskarde eine Wüste und erzeuge mir einen Spielstein dadurch.
Okay. Das ist doch nur ein Land. Ja, immer wenn eine Wüstekarte von irgendwo auf meinen Friedhof gelegt wird. Ja, aber das ist doch nur ein Land. Ach, Entschuldigung. Ja, hast du recht. Es war irgendwie so. Nicht jedes Land ist eine Wüste, aber ja, jede ist Wüste richtig. Ist ein Land. Ist richtig. Ja. Ich wollte es einfach nur mal so erwähnen. Der Cheater hier wieder. Gut, dass jemand aufpasst. Jetzt weiß ich, wie du letztes Mal so mit gut, dass jemand aufpasst. Ich bin Planes for Turn. I'm so sorry. Ja, jetzt will ich ausreden hier wieder. Trigger, letzte Runde vergessen, wer 10er was? Nee. Das ist deiner. Nee, wieso vergessen? Nee, wir hatten mit 8 angegriffen, aber der Nils hat geblockt, einfach. Einfach geblockt. Da wurde ganz schön frech, oder? Vergessen. Für 5 würde ich mir einen Vanquish-Banner spielen. Wenn das ins Spiel kommt, bestimme ich einen Kreaturentyp. Ich wähle Engel. Hä? Warum das denn? Kreaturen, die ich kontrolliere von dem Typen, kriegen +1/+1. Immer wenn ich einen Zauber von diesem Typen spiele, darf ich eine Karte ziehen. Wie war das mit Card Draw? Card Draw. In dem Engel-Deck sollte das kein Problem darstellen. Er zieht wahrscheinlich eher mehr, als er gebrauchen kann, als zu wenig. Ja. Okay. Dann erzeuge ich hiermit 3 Mana, hiermit noch einen Mana und spiele den Archangel of Tides. Ach, der ist fliegend. Solange der das ungetappt ist, können Kreaturen mich oder Planeswalker, die Kontrolleure nicht angreifen, außer ihr Besitzer bezahlt 1 für jede Kreatur, die mich angreift. Und solange er angreift, müssen Kreaturen muss ihr Beherrscher 1 bezahlen für jeden, der mich blocken möchte. Also nicht nur beim Angreifen, auch wenn der generell getappt ist, muss jeder für Blocken bezahlen, ne? Auch nein, solange er angreift. Angreift? Ich dachte, wenn er getappt wäre. Ja, stimmt, der... As long as Archangel is attacking. Ah, okay. Stimmt, der hätte der Raptor oder der Commander Haste bekommen. Stimmt. Ja, muss ich dran denken gleich. Ich habe einen Engel gespielt und erstmal kommt der Engel mit 1/+1 Marke ins Spiel, weil ich einen anderen Engel kontrolliere. Das heißt, ich kriege eine Marke und ich darf eine Karte ziehen. Aber der hätte nicht Haste kriegen können, weil du den einen ja gepusht hast. Das geht ja nur auf eine Karte. Ja, du kannst aber das ich ja nicht sagen, dass Haste auf eine und die XX auf eine andere. Der als ich den Commander gerade wieder gespielt habe, habe ich ihn entdeckt und dann hätte ich mit ihm ja eine von den beiden geben können. So, ja. Dann ziehen wir stimmt. Einen. Aber es ist Precon. Ja, wir sind hier entspannt. Einige Trigger, die. Die hat keinen großartigen Schutz oder so, ne? Nein, und das Einzige, was dich halt betrifft, ist tatsächlich, wenn du mich aktiv mit Kreaturen angreifen willst. Also, da du im Spellslinger bist, machst du das eher weniger. Die ist für dich tatsächlich nicht so eine Gefahr. Das kannst du ja gar nicht wissen. Doch, ich kenne das Deck ja. Es ist halt wirklich so, das ist für ihn weniger Gefahr tatsächlich. Der ist noch keine Kreatur. Der ist keine Kreatur und der ist unzerstörbar. Ah ja, scheiße. Also, wenn du den zerstören willst. Warum kann ich aber exilen? Du kannst ihn exilen, ja. Das heißt, aktuell ist es ein Enchantment? Enchantment, ja. Okay. Ja, stimmt. Also ich kann ihn ja zerstören. Nee, er ist trotzdem unzerstörbar. Ist er unzerstörbar? Ja, unzerstörbar okay. Bleibt er trotzdem. Schade. Magst du nicht? Weiß ich nicht, gefällt mir nicht so eigentlich. Kann ich verstehen. Also, raus irgendwie. Der Raptor ist halt fies, weil der gleich ein Demon spielen wird und dann passieren böse Sachen. Und sein Commander ist halt fies. Ich hole erstmal aus meinem... Damit du nicht vergisst, das ist eine sehr gute Wahl. Das ist eine sehr gute Wahl gewesen. So, ich muss mal eben zählen, ob das schon ausreicht oder ob wir noch eine Runde warten müssen. Also Boardwipe lohnt sich jetzt nicht so. Nee, jetzt hat sich gerade mehr gelohnt. Ich muss auch noch ein bisschen warten. Alles gut, kannst dich wieder hinlegen. Okay. Achso, habe ich gar nicht gesagt als Reaktion auf deinen Boardwipe, ne? Für alles, was jetzt folgt, bist du verantwortlich. Aber dann bist du ja trotzdem verantwortlich, weil du warst verantwortlich für den Boardwipe. Also Tobi, du musst vorsichtig sein, da sind immer noch 43 Lebenspunkte beim Nils auf dem Konto. Ja. Also fangen wir mal an. Erstmal hat er nicht so viel Life-Gain mehr. Fangen wir an. Erstmal. Das ist wohl wahr, leider. Ein blaues, er kommt die Veraffung rein. Nice! Ich liebe die Karte und den deutschen Namen vor allem. Kreatur deiner Wahl. Sie kann nicht regeneriert werden. Ihr Beherrscher erzeugt einen 3-3 grünen Menschenaffen-Kreatur. Überleg dir jetzt ganz genau, was du tust. Warum hast du Angst bei dir da, oder was? Das kann nicht gut ausgehen, was du tust. Ach, deutsche Name. Der versucht dich nur wieder zu beeinflussen. Der deutsche Name ist so viel besser als der englische Name. Wie heißt der auf Englisch? Pongify. Ah. Und Veraffung ist einfach so ein gutes Wort. Ich liebe es. Ich bin echt am Haar so zwischen ihm.
Und ihr. Echt? Mhm. Okay, das überrascht mich. Warum? Na, weil er gleich wieder Entdecken ohne Ende macht. Das ist sein Commander, ist halt echt fies. Ja. Guck dir den süßen kleinen Raptor an, der hat ein paar Fehler. Wobei er hat recht, das letzte Mal war das auch das Problem, dass wir dich nicht da gestoppt haben. Also von daher, komm, wir nehmen dir deinen Commander mal weg, außer du hast was dagegen. Also statt ein Dino, ein Affen ist auch viel cooler. Das ist quasi die Evolution. Und der ist auch 3-3, der Affe. Also möchtest du den Affen oder willst du was dagegen machen? Ja, außerdem, wie gesagt, wenn wir jetzt schauen, dann kriege ich den Affen. Die Dinos sterben aus und die Affen kommen an die Macht. Absolut. Evolution und du kriegst den Affen. Hättest du mir nicht mal wenigstens einen Affen mit Reichweite oder so geben können, weil ich was gegen die Flieger machen kann? Guck mal, wie glücklich der ist. Das ist ein gutes Argument. Ja, der sieht super glücklich aus mit seiner Goldkette. Dann machen wir mal weiter. Oh, passiert noch was. Du kannst deinem Affen gleich Heile geben. Ich hader zwischen ihm und ihm. Ja, ich nehme den Dino. Ja, warte mal eben. So für das ist ihr gut beeinflusst. Also, jetzt equalt er doch. Jetzt macht er noch mehr Sachen weg. Für zwei. Das ist schon sein Plan. Guck dir das fiese Grinsen an. Und ein farbloses kommt Finale der Verheißung. Du kannst bis zu einer Spontanzauberkarte deiner Wahl und oder bis zu einer Hexereikarte deiner Wahl aus meinem Friedhof spielen, deren Mana-Betrag jeweils X oder weniger ist, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Das ist ein zweiter Zauberspruch. Kommt danach ins Exil und das andere brauchen wir nicht betrachten, weil falls X gleich 10 oder mehr ist, kopiere jeden der Zauberspruch jetzt zweimal. Ein, damit er nochmal Pongifieren kann. Genau. So, und dann spielen wir nochmal den. Macht Sinn. Hast du denn auch noch einen Affentoten? Nein, das ich habe das noch einen. Das ist natürlich nur eine. Hallo, das ist ein Wanted Precon. Das ist meiner. Sie schenken dir in diesem Precon die Wanted-Karten, aber erwähnen nicht, dass sie drei Token dafür rausnehmen. Ja. Weißt du was? Ich habe echt keinen Bock mehr auf deinen Commander. Raus damit. Warum? So, jetzt müssen wir eben rekapitulieren. Dann ist da jetzt aber drei, Tobi, ne? Oder? Ja, jetzt wäre es drei, also, aber ich brauche einen Warte mal eben. Ist das der dritte Zauber, nicht den ich jetzt gewirkt habe? Ja, ne? Weil ich hatte ja den ersten. Du hast den Bongify, und... Ja, ist jetzt der dritte. Ja. So, weil immer wenn ich den dritten spiele, jetzt kann ich tappen. Deswegen, dann tappe ich mal eben. Dann nutzen wir den nochmal. So, Affen für alle, ne? Finde ich voll gut. Was ein Affentheater. Ja, weil du die Affen so gut findest, würde ich hier in den wegschießen. Du schießt ihn ja nicht weg, du gibst uns allen einfach nur einen Affe. Ja. Und jetzt gleich kommen die ganzen Affen bei dir vorbei. Er hat keinen Blocker mehr, ne? Also alle Affen zu ihm. Hat jetzt irgendwer noch einen Affen oder machen wir Zettel? Ich guck gerade hier die ganzen Token durch, aber es sieht nicht gut aus. Aber du müsstest doch einen Affen haben, weil du hast doch auch das... Ja, aber das deckt jetzt nicht. Nein, das hat er, der müsste den Token haben. Ja, warte, ich mach einfach dann. Mach keinen Stress. So. Du hast noch den Trigger von einem Commander mit dem zweiten Spell, ne? Welchen meinst du? Cartons Exile. Ja, genau. Ja. Cartons Exile. Sag ich sofort. Nee, keine Affentoken hier. So, Menschenaffe und der hat 3-3, ne? Er hat sonst nichts, ne? Nee, 3-3 einfach nur. Ich krieg den bitte. Das ist meiner. Ja gut, dann braucht ihr sogar nur einen machen, ist ja noch entspannter. So. Okay, dann zack. Alter, macht der drei Affen in einem Zug. Das ist natürlich gut, ne? So. Die war auch gespielt, das heißt, die kommt weg und ich habe die gewirkt ja nochmal aus dem Friedhof, das heißt, die werden halt auch ins Exil. Ich mach mal eben die Reihenfolge. Schade zwischen den zwei. Ach komm, ich mach einfach alle drei. So. Fand ich einen guten Zug? Ja. Aus seiner Sicht auf jeden Fall und aus Sicht der Evolution auch auf jeden Fall. So, dann. Was kann man jetzt spielen? Ja, kommt gute Affe. Einfach, um nochmal was aufs Feld zu bringen. Deswegen die Banane, wenn man kein Affe ist. Das sieht ein bisschen aus wie Kermit. Das fiel mir auch auf, was ich mit dem Mund nicht so gut getroffen habe. Irgendwas, ne? Ein farbloses. So, ja, ist eigentlich egal. Machen wir die. Zack. Kommt nochmal Sturmofenkünstler, ne, bringt mir eigentlich jetzt nicht viel. Der Sturmofenkünstler erhält +1/+0 für jedes Artefakt, das du kontrollierst. Magierfähigkeit, immer wenn du einen Spontanzauber in der Hexerei wirkst oder kopierst, erzeuge einen Schatzbestand. Das hätte ich am Anfang der Runde spielen müssen.
dass du nur deine Karten nicht richtig anguckst, wenn du deinen Zug machst. Aber das macht ja nichts. Aber der Affe, den finde ich richtig schön. Ja, und dann gebe ich ab. Dann gibst du ab. Versteige ihn nach der Runde. Oha. So. Im Stream auch oder so, nur unter uns? Das. So, zu Beginn deines Versorgungsexperiments deckst du die oberste Kappe der Bibliothek auf. Das letzte, was Nils gesagt hat, ist, dass er nach der Runde diesen wunderschönen Affen versteigert. Er wollte aufgeben gerade, hat er gesagt. Moment. Meine Lieblingsregel wende ich nicht an. Ja, also Wachstum geht drunter. So. Dann ziehe ich meine normale Karte. Denk dran, hier wirst du noch von Leuten beobachtet, wenn du deinen Zug machst, nicht wie sonst. Ja, wir passen vielleicht nicht auf, aber das Stream schon. Ja, ich höre schon. I'm switching. Dann würde ich gerne grün. Ja. Grün. Und 2 bezahlen. Und würde den Reißmaulraptor ins Spiel bringen. Immer wenn einem Reißmaulraptor Schaden zugefügt wird, ziehe eine Karte. Und jetzt passt das sogar gut mit dem marodierenden Raptor. Ach, was für ein weil Zufall. Der würde ihm jetzt 2 Schaden zuschießen. Ich lege die 2 einfach mal so da drunter. Und ich darf eine Karte ziehen. So, ich hoffe, jetzt ist es besser mit dem Mikro. Sag nochmal Test, Test, Test. Puh, ich muss mir gerade zusammenreißen, nicht die Sachen sagen, die ich sagen wollte. Ich weiß nicht, ob jemand von Alligator und Finch keine bösen Worte kennt. Sagt mir jetzt spontan nichts. Den Refrain kann ich halt hier im Stream nicht bringen. Also kannst du schon, aber, also kannst schon, aber dann werden wir gesperrt. So, dann würde ich noch grün und ja, du tappst eins da schon bezahlen, alles nur würde ich die Fernsuche spielen, durchsuche in der Bibliothek nach einer Ebene, Insel, Sumpf oder Gebirgskarte, bringe sie getappt ins Spiel und mische danach. Also du musst mischen, ne? Das ist los. Ja, das würde dann gleich passieren. Das machst du am Ende deines Zuges, ne? Genau, das mache ich am Ende meines Zuges. So. Dann ist der hier 4-3. Und jetzt durch den Trigger gebe ich dem eine. Oder nee, ich mach meinen Affen. Genau. Ich kann meinen Affen ja zu 6-6 machen. Und dann kommt mein Affe 6-6 zu dir. Bist du dir da sicher? Überleg dir. Du hast jetzt noch die Möglichkeit zu überlegen. Ja, der Affe kommt zu dir. Okay. Ja, ich nehm den Schaden. Alles. Okay. Dann kommt der zu dir. Ich suche mir noch meine Ebene, Insel, Sumpf und Gebirgskarte raus, bring die getappt ins Spiel und dann ich muss erstmal Laptop hochhalten, aber bin ich fertig. Nicht singen. Er gibt ab, das ist schön. Das ich gerne. Dann kommt der Wald. Wir müssen jetzt auf unser Niveau noch jetzt holen. Niemals! Nein. Jetzt musst du wieder einen deiner Zauberzüge da spielen, wo du alles wieder aufs Feld bringst. Nee, vor allem die zwei. Aber der Commander, das wird, glaube ich, erstmal, also außer du zahlst jetzt ein bisschen mehr Mana mal, aber ansonsten haben wir erstmal ein bisschen Ruhe, glaube ich, von dem. Kennst du noch Octavia? Hm. Octavia? Nicht das Auto. Charles? Ah, nee, das ist. 2 Grüne. Das ist der. Ja. 1, 2, 3, 4. 2 Grüne und 4 spiele ich Rachsüchtiger Nachwuchs. Bringe bis zu 3 Länderkarten deiner Wahl aus deinem Friedhof getappt ins Spiel zurück. Erzeuge entsprechend viele 4-2 grüne Pflanzenkrieger-Kreaturen-Spielsteine mit Reichweite. Ach du Kacke. Ey, dieses. Das ist so heftig mit den Tokens in dem Deck auch. Möchte jemand abheben? Und dann kann er die gleich wieder opfern, dann kriegt er wieder Tokens. 3? Naja, erstmal hat er ja nur Token auf dem Feld. Und sein Commander ist nicht günstiger jetzt. Also nicht mehr so viel günstiger. Das ist schon mal. Der kostet ja ein bisschen was. Und dann kommen hier nochmal 3. Ich muss noch ein paar Mal die Farbe rein. Die ist geexalt, ne? Ja, die ist leider jetzt geexalt. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen Mana. Mana. Ich gebe ab. So. Ich spiele das Angels Precon aus dem Secret Lair. Also das, warte, wie heißt es ganz offiziell?
Angels, they are just like us, but cooler and with wings. Ja. Und gar nicht so liebevoll. Was? Die haben mich schon auf 27 runtergehauen. Nee, die sind immer schnell weg. Da muss man drauf hadern. Also, als erstes würde ich mal 3 Mana bezahlen und würde Ursas Inkubator spielen. Wenn er ins Spiel kommt, darf ich den Kreaturentyp bestimmen. Ich bestimme das ist Engel. Das ist richtig gut. Und jetzt kosten alle Engel-Spells 2 weniger, die ich wirke. Da sind üble Karten drin. Und dann würde ich für 2 und 1 Secret Lab spielen. Achso. Den Shattered Angel spielen, der ist fliegend. Echt? Und immer wenn ein Land oder Kontrolle eines Gegners ins Spiel kommt, kann ich 3 Lebenspunkte bekommen. Kannst du? Kann ich, muss ich nicht. Aber ich kann mich entscheiden, 3 Lebenspunkte zu bekommen, wenn ihr Land. Also ich würde mich dagegen entscheiden. Ich habe einen anderen Engel im Spiel, deswegen kommt er mit einer. Vor allem in so einem, was du mit seinen Ländern macht. Hin und her und vorne und naja, aber wir kennen ja, wie viele du nachher noch liegen hast. Also ja. Kam ein bisschen spät vielleicht. Ja, aber der schmeißt sie ja auch immer wieder in den Friedhof und dann holt er die ja auch wieder. Das heißt, er ist eigentlich jetzt unsterblich. Also vorhin hast du das gemacht. Ja, da war mein Commander auf dem Feld. Reicht doch. Dann würde ich 2 bezahlen. Auch noch. Und würde die gute Gisela wieder ins Spiel bringen. Oh je. Yeah. Die jetzt mit 2/1/1 mal ins Spiel kommt. Die ist also immer noch. Genau, immer noch fliegend, First Strike, Lifelink. Und wenn ich die Brune habe, dann morphen die am Ende. Ich hoffe, ihr habt was wie verarschen. Du hast mir meinen Commander verarscht. Dann habe ich natürlich 2 Trigger gerade vergessen. Ich ziehe 2 Karten, weil ich habe 2 Engel gespielt. Ja. Ah, die ist gar nicht 6/5. Die kriegt ja nochmal +1/+1 von deinem Vanquish-Banner. Eventuell, ja. Tut sie noch mehr weh. Mhm. Das ist nur bei Opponents, ne? Ja. Dann spiele ich. Nee, das sind unsere eigenen Precons. Die wurden jetzt nicht gestellt. Und du kannst halt mit jedem Precon hier hinkommen, was halt als Precon zu erhalten ist, glaube ich. Also ich wüsste nicht, dass da irgendwas eine Begrenzung ist von den Jahren oder so. Du kannst auch mit den Commander Masters Precons hier hinkommen. Möchtest du mich anhalten? So sieht's aus. Ich habe gesagt, der Aufruf kommt zu dir. Das haben wir alle gesagt. Nur Tobi hat sich wieder nicht dran gehalten. Echt, ich lasse mir nicht vorschreiben, wann ich angreife oder Affenopfer. Nee, ich lasse den durch. Also dann gebe ich ab. Kannst mit allem hier hinkommen, was du hast, solange es halt Precon ist. Genau, unveränderte Precons. Also man darf jetzt zum Beispiel, du darfst die Basic Lands gegen Full Art Basic Lands austauschen, das ist kein Problem. Aber es müssen halt alle Karten, die im Deck sind, müssen die sein, die auch in der offiziellen Decklist sind. Wenn du dir irgendwelche fancy Versionen auf Japanisch oder so reinlegen willst, darfst du das gerne machen. Ja. Das ist der wichtige Punkt dabei. Ich kann nur ein Land spielen und ich habe jetzt ein Land gezogen, was ich gerne spielen würde. Und das, aber ich muss eigentlich das aus dem Ding spielen, sonst ist es verfallen. Du kannst es auch einfach verfallen lassen. Ja, aber das vierte Land ist schon echt gut. Das kann ich nachvollziehen. Das kann man nicht. Aber das könnte mir dann den Zug vermiesen, den ich eigentlich geplant hatte. Jetzt. Ein Mana mit 2 machen ist schon ganz nett. Dann haben wir eben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, doch, geht genau auf. Ja, gut, dann. Holen wir die mal zurück. Okay. Da ist ein Land unter einer Kontrolle ins Spiel gekommen. Ich würde mich entscheiden, 3 Leben zu bekommen. Nee, echt? Wieso machst du das denn jetzt? Das ist ein Matrix. Ich muss schon drauf achten. So. So, wem mir das. Hast du wieder auf Länder zu spielen? Musst du sagen? Ich habe ihm kein Leben damit gegeben. Ja, ich muss mich da auch ein bisschen. Also, fangen wir an. Dann zahlen wir erstmal ein rotes, um die zu tappen. Und dann erzeuge ich damit. Ja, nehmen wir einfach 2 blaue. 2 blaue, na? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. What? Und dann kommt Octavia rein. Huh. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken, 8 kostet er weniger, wenn ich hätte 8 Spontan-Zauberhexereien mehr, aber ich habe im Moment
Also nicht genug auf jeden Fall. Im so. Friedhof ist das doch, oder? Ja, ja, genau, im Friedhof. Ach so. Aber da sind keine, nein, nein, sind keine 8, habe ich schon. Alles ins Und das Exile. Dauert auch noch, bis ich auf 8 komme erstmal. Also ist jetzt noch nicht. Okay, also hast du jetzt erstmal einen 8-8er. Genau, immer wenn du einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst oder kopierst, hat eine Kreatur deiner Wahl Basisstärke und Widerstandskraft 8-8 bis zum Ende des Zuges. Also meine Dinos würden sich bestimmt über 8-8 freuen. Deine Dinos spüren gleich. Und der selber 8-8. Hat Abwehr oder? Ja, Abwehr 8 Abwehr hat er. Abwehr 8. Okay. Also ist eigentlich ganz günstig so, ne? Wenn ihr den angreifen wollt. Was? Wie viel hast du jetzt bezahlt? 10? Ja, 10. Ja. so. Jetzt nehme ich deinen Commander unter anderem bei mir vorbeikommen als Rache dafür, dass der Affe angegriffen hat. Nee. Nee, möchte ich nicht. Den Engeln, die da so liegen. Ja, die sind alle zu hoch hier, die hier liegen. Das bringt nichts. Also mit dem 8-8 hätte ich mir vielleicht noch irgendwo gegönnt, jemanden anzugreifen. Hättest du dir gegönnt. Da hätte ich dich angegriffen, glaube ich. Ja, danke. Ist ja kein Problem. Aber so gebe ich dann ab. So gibst du ab. Ja. Na gut. Komm. Aber du kannst mich angreifen. Ja, genau. Da liegen ja auch nur 8-8. Ich sag mal so, ich könnte mit 8-10 vorbeikommen. Und unblockbar. Und unblockbar, ja, könnte ich auch machen. So, fangen wir mal an mit den Triggern. Also, ich würde das jetzt zuerst machen. Oh, guck mal. Riade. 6 Minuten. Immer wenn der Spross des Urchaos einem Spieler Kampfschaden zufügt, zerstöre ein Artefakt, eine Verzauberung oder was deiner Wahl, die jener Spieler kontrolliert. Das ist hast du verstanden? Cool. Wir haben nur 6 Minuten und müssen jetzt angreifen. Entspannen Sie sich. So, das war der Trigger. Und jetzt ziehe ich meine Karte. Dann. Ja, meine Verabschiedungsziel. Was mache ich denn hier für einen Schwachsinn jetzt? Aber die würde ich behalten. Kann man in einem Spiel aufs Board kriegen. Naja, wenn du jetzt zum Beispiel noch so Mondrak oder sowas draußen hättest, ja, die Token, die du erzeugst, noch verdoppelt. Weil die Verhaftung sagt ja, Beherrscher erzeugt. So. Das heißt, ja. Also bei die guck Trigger. Mal, da ist jetzt gerade ein Dino ins Spiel gekommen. Der fügt dem, ist es ein Kann oder nee, immer wenn eine andere Kreatur reinkommt, fügt der dem Schaden zu. Er möchte unsere 6 Minuten aufbrauchen. Ich habe auch das Gefühl. Das, dann bringe ich noch den Boxfahrt. Würde ich mich entscheiden, 3 Leben zu bekommen, danke. Ja, dachte ich mir. Das wird immer schwieriger, den runter zu bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das wäre jetzt wieder eine Kreatur. Ja, darauf würde ich gerne reagieren. Oh, da hat er gewartet. Und würde dem mal das Exil schicken, du kriegst Leben in Größe seiner Stärke. Weil er schenkt dir Leben. Ja, das. Achso, Exile Target Creature, ja, ja. Okay, der ist jetzt eine Kreatur, genau. Das krieg ich? Mark nicht in den Friedhof. Du kriegst Exile. Leben. Wie viel? So viel seiner Stärke. 6. Ja, du bist wieder im Club 30 plus. Wupp, wupp. Was? Och Mann. So alt ist der doch gar nicht. Jetzt hat er gar keine. Jetzt kann ich dem keine Eile mehr geben. Das war frech jetzt. Wie teuer ist mein Commander gerade? Zu teuer. 4, 6. Boah, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der 8-8er wäre auch ein gutes Ziel gewesen, aber der 8-8er hat halt einfach Abwehr 8. Das ist mir zu teuer. Dann mache ich, ja ganz, verstehe ich jetzt gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann mache ich jetzt einfach den Kladderadatsch. Und also das Mana dafür hättest du gehabt. Bring den nochmal rein. Ungetappt gewesen wäre. Ja, dann würde nein. Der auf 4 hochgehen. Und dann mache ich jetzt wieder Entdeckung 4. Nein. Ich hätte das Sword zu Plowshare auf meiner Starthand. Guck mal. Ich habe dafür auch echt lange gewartet. Kreaturenzauber, die kontrollierst, können nicht neutralisiert werden. Nicht-Spielschein-Kreaturen, die kontrollierst, kommen mit einer +1/+1-Marke rein oder mit Eile. Das bringt dir 6 Minuten. Oder ich wollte auch gerade sagen, das nicht bringt dir jetzt mehr zum hier. Glück. zum Glück erst nach seinem Commander vor allem. Ja, ach, da kann ich keine Karte ziehen. Das ist ein bisschen doof. Der ist jetzt gerade 6. Der kriegt +2. Aber Nils hat Erstschlag. Wenn du mich angreifst, vernichte ich dich. Und alle meine Engel haben +1/+1. Ja, bei Nils macht das keinen Sinn. Tobi hat auch so viele Blocker, wenn ich den behalten. Ich. Also ich würde mal, gib erst mal ab. Schwer ja. Schätzen, dass Nils diese Runde gewinnt. Naja, es wird ein Draw am Ende des Tages. Ich habe noch eine unlösliche Live-Tote wahrscheinlich. Ich habe zu viel Mana, das Enttappen dauert ein bisschen, sorry.
Ich spiele auch noch ein paar Länder, dann kriege ich da noch ein bisschen Leben dazu. Finde ich okay. Wurst, ja, schade. Ein Spell mit Karten aus dem Friedhof, Länder ins Federspiel bringt, hat er schon gewählt. Aber er guckt irgendwie ganz glücklich. Ja, jetzt. Turn-Cycle ist dann nochmal, jeder hat einen Zug. Ja, ne? Genau. Also, 1, 2, 3, 4. Erstmal für Weiß und Rot. Eine Hexerei. Aufregende Entdeckung. Ich halte 2 Lebenspunkte dazu. Dann kann ich 2 Karten abwerfen. Falls ich das tue, ziehe ich 3 Karten. Ich werfe ein Arcanes Petschaft und ein Gebirge ab. Und dann ziehe ich mal 3 Karten. Das ist gar nicht so schlecht. Das war nützlich. Für die letzten 4 Minuten? 3? Jetzt guckst du. Wenn der schon wieder so guckt. 49. Also 49, 26, 33 und 30. Aber wenn du mich ausschaltest, hast du dadurch auch nichts gewonnen. Nee, das ist richtig. Dein Ziel muss sein, jetzt Lebenspunkte runterzubekommen. Das ist richtig, ich frage mich nur, wie ich das machen soll. Ja, sei erfinderisch. Lebenspunkte runterzubekommen und nicht selber zu sterben. Ja, das ist auch noch das Ding. Bräuchte ich jetzt einen Board Wipe auch noch am besten für ihn? Ja, aber einen einseitigen Board Wipe. Ja, ja. Hab ich nicht hier oder was bei dem anderen Deck? Wo du dann, je nachdem wie viel du zahlst, kannst du x Kreaturen von deinem Mitspieler. Ja, es hilft ja nichts. 2, 3, 4, 5, 6. Nee, komplett 7, zerstören. 8. Aber das. Den habe ich doch bei Letzung, in der letzten Mal, wo wir spielen. Ja, ich gebe ab und werfe ein Land ab. No. Buh! Aber du kriegst keine der Tokens irgendwie, ne? Du hast nichts für, wenn das auf dem Friedhof geht. Nö, jetzt gerade nicht. Aktuell ja. Nicht. Der will aber nur mir kein Leben geben. So sieht's aus. Aber ich habe einen ziemlich dicken Friedhof, würde ich sagen. Hast du. Ja, das ist schon. Kann ich mir nichts für kaufen, aber habe ich. Ja, ich hätte auch lieber mehr in meinem Friedhof gehabt, da hätte ich hier die 8 nicht bezahlen müssen. Dann wäre das eine schöne Runde gewesen. Der Kommentar ist berechtigt. Oha, 150 Euro Precon gegen 40 Euro Precon. Es ist ein Precon. Ja, gut, es ist halt auch Secret Lair, also. Ob das jetzt halt so viel stärker ist oder halt wegen dem Timer. Das heißt, bei mir gefolgt noch ein Turn-Cycle. Also ist das dein, oder hast du da noch einen? Was ich da bin noch? Der Letzte, der da noch dran kommt, ja. Jetzt ist der Letzte. Hast du mich gerade als Letzte genannt? Also, was habe ich dir getan? Deine Engel haben mir so viel Liebe gegeben. Das konnte er nicht aushalten. Für 5 Mana, ja, für 5 Mana. Bei 2 weniger. Kennen wir schon. Jo, kennt ihr schon. Nicht den Affen. Nein, nein, auf keinen Fall den Affen. Auf keinen Fall den Affen. Ach, das war der mit Exil, ja, ne? Dein Commander wird geexiled. Was? Schon wieder? Dein Commander wird geexiled. Warum sind unsere Commander so böse, was? Immer werden unsere Commander geexiled. Du kriegst keine zusätzlichen Saurier, er kann keine Sachen kopieren und kann nichts Impulse drawn, indem er ins... Exil zieht 1, 2, 3 Marken drauf. Ich habe einen Engelzauberspruch gewirkt. Ich darf also eine Engel, Karte ziehen. Ja, es ist auf jeden Fall gut. Vor allem also im Pre-Call ist es Inkubator. Krass, ja. Ist es ja. Dann würde ich für 1 den Engel auf... Haben wir vorhin schon mal erwähnt. Das ist das Secret Lair Engel Deck. Ja. Wie war der Name? Angels Sell Just Like Us. But Cooler and With Wings. Ah, so war's. Dann würde ich den Engel auf Vitality spielen, der immer wenn ich ein Leben dazu bekommen würde, würde ich stattdessen so viel Leben plus 1 bekommen. Und solange ich mehr als 25 Leben habe, hat er plus 2, plus 2. 1, 2, 3, 4 Marken drauf. Und ich darf eine Karte ziehen. Die bilden sich ganz schön weit ein auf ihre Flügel. Und ich tappe meinen Commander für einen Mana.
habe dann jetzt insgesamt 4 Mana und spiele den Briefkeeper Sevra, fliegend Soulbound. Jetzt kommt eine meiner Lieblingsmechaniken überhaupt. Ich kann den jetzt mit einer Kreatur verlinken. Das heißt, wenn einer von den beiden stirbt, kommt er wieder zurück ins Spiel. Wenn beide gleichzeitig sterben, kommen beide in meinem nächsten Abgib zurück ins Spiel. Um es mal ganz schnell und einfach zu erklären. Ich würde ihn mal mit der guten Gisela Soulbounden. Was heißt 1, 2, 3, 4, 5 Marken drauf. Ich habe wieder einen Engel gespielt. Also die kommen beide, egal wie sie sterben, kommen sie irgendwann wieder zurück. Nicht egal, wie sie sterben. Wenn nur einer stirbt, kommt nur einer zurück. Genau, aber wenn sie jetzt zurückkommt, dann darf ich halt Null Soul bauen. Genau. Weil sie mit niemandem mehr verbunden ist. Okay. Das heißt, eigentlich müsste, wenn man die denn jetzt komplett rausnehmen würde, wollen würde, sie zuerst sterben, damit die nicht mehr gesoulbounded sind und danach kannst du platt machen. Okay. Okay. Du tötest ihn einfach. Egal, ich hab mein Wort gegeben, der Affe kommt zu dir. Und da die Saurier jetzt noch mehr Live-Total haben, kommt die gute Gisela zu den Sauriern. Okay, dann würde ich mal... Du tötest den Affen, den du noch schaffen hast. Das ist ein Skandal. So, an dieser Stelle, wo er nicht mehr gebraucht wird, nochmal Nils sein Angebot. Der Affe ist zu versteigern. Ja. Also jetzt bitte Gebote. So sieht's aus. Ja, ja gut, gegen die Gisela kann ich nichts tun. Okay, das heißt, sie ist 6, sie sieben. Ist 7 plus 1, ich kriege 8 Leben. Und du 8 Damage. Nee, 7 Damage nur. 7? Wieso da? Sie macht 7 Damage. Achso, du kriegst aber ein Leben, ein Leben zusätzlich durch diesen Engel. Ja, ja, okay. Bitte. So, deinen Affen möchten wir entfernen. Ja, leg ihn bitte irgendwo hin, wo der Stream ihn sehen kann. So. Also nochmal, dieser wunderschöne Affe ist zu versteigern. Das ist mein Deck. Es gibt noch keine Gebote. Sehen. Startgebot ist bei 1 Cent. Ja. So. PayPal Freunde bitte, ne? Und so, ne? Eine Karte. Freunde und Familie. Es handelt sich hier um echte Magic-Kunst. Der Nils würde auch unterschreiben. Ausnahmsweise. In dem Fall geht das Startgebot auf 2 Cent hoch. Na gut, mir bleibt nicht viele Optionen übrig, ne? Also an Spieler kannst du jedem Zeitpunkt das Spiel aufgeben. Aufgeben wollte ich jetzt noch nicht. Sag nur an Optionen, die du hättest. da kannst du nicht viel machen. So. Das heißt, dann holen wir für, damit du kein Leben kriegst, auch wenn es wahrscheinlich sowieso keine Relevanz mehr hat, spiele ich mal kein Land. Was habt ihr alle dagegen? 3 und... Dass Nils kein Leben hat. 1, so, dann spielen wir einfach nur die schwelende Postkutsche. Die Stärke der schwelenden Postkutsche ist gleich der Anzahl an Spontanzauber- und Hexereikarten in deinem Friedhof. Immer wenn die schwelende Postkutsche angreift, haben der nächste Spontanzauber und die nächste Hexerei, die bzw. du in diesem Zug wirkst jeweils Kaskade, wenn man 2. So. Dann zählen wir mal eben, wie viel ich hier drin liegen habe. Na, das waren jetzt was alles, Zauber und Hexereien. Ja, die ist aber gerade nicht bemannt, ne? Die ist nicht bemannt, du kannst angreifen, weil sie ist ja, ich weiß. Das ist jetzt gerade nur ein Artefakt. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Das heißt Stärke 5. Hä? Warum kann der Nils jetzt keine Lebenspunkte mehr erhalten? Weil er kein Land spielt. Er will kein Land spielen, damit ich kein Leben kriege. Ach so. Das war der Hintergrund. Ja. Okay. Warum gucken wir einfach mal alle was gegen meine Dinos ein? Kannst ruhig mit deinem 8-8 angreifen. Ja, ich weiß, dass ich mit denen angreifen könnte, wenn ich mir das ansehe. Das ist kein Problem. Ich bin entspannt. Selbst wenn er den nimmt, holt er sich das Leben gleich eh wieder zurück. Also ich habe hier einen 9-9er zum Blocken. Davon abgesehen, selbst wenn du ihn durchlässt, hast du Live-Gain. Also, was, wo? Genau. Ziemlich genau 8 Punkte, die du ankriegen würdest. Na. Ja, das war mein Zug. Das war dein Zug. Ja.
Der finale Zug. Okay, dann gucke ich mal, was ich noch hier für Quatsch machen kann. Oder auch nicht. Ich enttappe das alles. So, jetzt zu Beginn des Versorgungssegments ist es ein Land. Da kommt schon mal nichts rein. Und dann ziehe ich. Mark sieht irgendwie Jake von Jake and Joel are Magic ähnlich. Keine Ahnung. Kenn ich auch nicht. Kenn ich auch nicht. Kennst du das? Nee. Sehr gut. Haben wir das auch geklärt. So, aber ich würde 3 weiß, 1, 2, 3, ich würde auch bei 4, 5. Kommt ein Boardwipe. Woher weißt du das? Ich spiele den Avatar der wachenden Sonne aus meiner Hand. Wenn der Avatar der wachenden Sonne ins Spiel kommt und falls sie aus seiner Hand gewirkt wurde, zerstöre alle Nicht-Dinosaurier-Karten. Kreaturen. Oder Kreaturen, so. Habe ich nicht. Da darf ich nicht mal meine Token behalten? Also das ist der Affe, das war dein Affe. Danke schön. Oh, der Affe. Ja, du kriegst deinen Commander wieder. Kannst du den da wieder ins Deck gleich? Ja, tue ich da rein. Und du kriegst deinen Commander wieder, das ist wieder ein Trigger. Genau, so, ich sag schon mal, der kommt mit Eile rein. Und mein Commander kommt auch mit Eile rein. Commander kommt rein, ich mache Entdecken 4. Ich lege die zweimal auf meinen Bip, weil die ja gleich den Soulbound-Trigger haben. In deinem Abgib, ja. Ja. Und wieder schade, so viele schöne Mana verschwendet. Dann würde das hier kommen, weniger... Die du nicht kontrollierst, ja. Guck mal, könnte ich sogar machen. Dann, der Itali geht runter. Dann würde ich das hier umsonst spielen. Würde eine... Umsonst oder kostenlos? Kostenlos. Dann würde ich eine plus 1 Marke... lege ich einfach auf meinen Commander. Und dann kämpft mein Commander gegen deinen Commander. Was habe ich dir eigentlich getan? Das ist die einzige Kreatur. Ich gebe dir gerade die einzige Kreatur, die da ist. Er braucht einen Snickers. Ja. Dann habe ich hier einen Trigger, dass der fügt den beiden jeweils 2 Schadenspunkte zu, kriegt dadurch 4. So, dann kann ich noch viel Schwachsinn machen. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Das kann ich mir auch nicht mehr leisten. Wie lange hast du den Boardwipe schon auf der Hand vor? Den hatte ich schon etwas länger auf der Hand, aber ihr habt ja beide schon. Erst hat der Nils den vor mir gemacht. Du hast die ganze Zeit gedroht, dass du einen machst. Habe ich mir gedacht, ja, dann behalte ich den halt erstmal. Gut, dann ist er jetzt gleich also vorbei und es hat ja alles Summoning Sickness. Der hat Myriade. Was ist Myriade nochmal? Da kommen für zu jeden, allen von jeden, euch ja. einer, ne? Genau. Ja, dann greift der, ist ja egal, wenn er angreift, der greift dich einfach an und dann würde zu euch auch einer kommen. Was sind die Kopien jeweils? 5, 5. Okay. Der kommt zu Nils, also eigentlich... Dein Commander ist Summoning Sickness. Nils ist am meisten. Nee, der hat Eile. Du das wissen der ich hat dachte, Eile du hast der hat dem Eile gegeben. Hat er ja, aber dem Commander auch. Also du kannst auch suchen, okay. Genau, und die 1-1 Marke ist von dem. Alles gut. 12 sind es jetzt gerade, plus 5 bei Nils sind 17. Ja, ich glaube, es muss 19, alles zu Nils, dass ich Nils... Und oder? Der hat 6 sind 25. Dann ist das wohl so. Und 5 für jeden von uns anderen. Ich glaube... Dafür mag nicht. 32 ja, hat er noch. Aber reicht nicht. Ne, reicht nicht. Das Einzige ist, Tobi, er kann jetzt noch was machen. Ja, Tobi hat keine Eile, wahrscheinlich. Vielleicht kann ich noch ein paar Wüsten reinballern, die Schaden machen oder so. Das wäre auch noch eine Option. ja, jetzt? Genau. Dann 32, ja, da kommen wir eh nicht mehr dran. Dann gebe ich ab. Fahrt rüber. Ach so, dann ja. Tappen wir hier mal, ziehen eine Karte. Die rettet uns jetzt. So richtig. Wen meinst du mit uns? Wir spielen das Land. Es tut mir leid, dass du kein Leben du dafür hast gekriegt hast. Ach ja, stimmt. Naja, stimmlich. Ich hätte es aber trotzdem gemacht, auch wenn du es gekriegt hättest. Und da ich ja eh nichts mehr machen kann, einfach nur aus Prinzip, weil ich es auch auf der Hand habe, zahle ich 2 Rot, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 okay. und füge jeder Kreatur 9 Schaden zu. Ja, wow. Einfach nur aus Prinzip. Dann gebe ich ab. Gut, gehe noch kurz in meinen Zug rein. Soulbound Trigger. Ich lasse sie zuerst reinkommen, dann lasse ich sie reinkommen. Das heißt, die beiden sind wieder gesoulbounded. Was dir jetzt noch sehr viel bringt. Ja, ich habe sie. Das reicht mir. Das reicht. Dann, weil ich sie habe und sie cool finde, sie noch so aktiv ist, spiele ich noch in die Sira, Aszendentin, Lifelink und solange ich mehr als 30 Leben habe, hat sie plus 5, plus 5. Dann beende ich und fertig. 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 Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Danke, danke. Ja, gutes Spiel. Genau. wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß beim Spielen. Ja, hoffe ich doch. Ja, es wirkt so ein bisschen eine lustige Runde auf mich. Ja. Und dann, wie gesagt, wenn ihr auch mal Lust habt, hier vorbeizukommen, dann kauft euch Tickets bei Trader auf der Seite unter Events. Es gibt für die verschiedensten Spiele mittlerweile dort Karten zu erwerben. Und dann kommt vorbei und spielt hier und hat genauso viel Spaß wie wir am Tisch. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.